Darauf habe ich nur gewartet, dass ich endlich über etwas reden kann, was mich wortwörtlich zum Kotzen bringt. Und ich denke, Leute werden es tatsächlich kaufen. Das ist unglaublich. Denn ich meine, hey, das Video passt extrem zu Deutschland, okay? Manche Länder wissen anscheinend nicht, was Bier ist. Bier ist hier Standard. Jeder weiß, was Bier ist. Aber andere Länder wissen nicht immer, was Bier ist. Manchmal muss man Leuten aus einem anderen Land erklären, was Bier eigentlich ist. Und Bier an sich, muss ich sagen, als ich das erste Mal 16 wurde, konnte ich zum ersten Mal feiern gehen, okay? Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass ich feiern war. Schon sehr lange her auf jeden Fall. Aber da habe ich endlich Bier trinken können. Und ich war nie wirklich besoffen in meinem Leben. Außer zu meinem 18. Geburtstag, da war ich tatsächlich angetrunken. Aber ich bin kein Alkoholtrinker. Wenn du mir jetzt 3 Flaschen Bier gibst, war es das für mich, weil ich... Mein Körper ist nicht an Alkohol gewöhnt. Das letzte Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, war vor 5 Jahren, okay? Oder 6, 7 Jahren. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall lange her. Nun, deswegen kommt dieses Produkt nicht für mich in Frage. Allerdings glaube ich, so eklig das auch ist, und das ist wirklich so einer der widerlichsten Sachen, die ich je gehört habe. Ich meine, Bier an sich, wenn du es kaufst. Manchen Leuten schmeckt es, manchen Leuten schmeckt es nicht. Ich muss zugeben, es schmeckt für mich... Ich meine, du kannst dich immer erinnern. Ich weiß auch noch, wie Wein schmeckt, okay? Ich habe Wein auch schon mal probiert. Ich weiß auch, wie Wodka schmeckt, okay? Ich habe das schon mal probiert. Ich war nur noch nie besoffen. Aber ich habe schon mal gesippt oder mal probiert, okay? Und diesen Geschmack vergisst du nie. Das ist ein bisschen so wie Wasser. So, gut, Wasser ist vielleicht ein schlechter... Nehmen wir Spaghetti oder Pizza. So, selbst wenn du 10 Jahre keine Pizza mehr isst, wenn dich jemand fragt, wie schmeckt Pizza, weißt du es. Weil du es schon mal gegessen hast. So ist es genauso ist es bei Bier, okay? Und ich muss sagen, mir schmeckt Bier ganz okay, aber ich sehe den Sinn darin nicht, wieso ich es trinken sollte, okay? Nun gibt es eine Streamerin namens Anorev. Nun, Anorev ist quasi, ich weiß gar nicht, ob ich Bilder finden kann, die ich zeigen kann, die okay sind. Ist das okay, wenn ich das zeige? Ist okay, ne? Okay. Sie ist quasi eine Twitch-Streamerin, die quasi sozusagen... Einer der sexy Twitch-Streamerinnen, okay? Sie postet quasi sehr anzügliche Bilder. Sie hat auch ein riesiges OnlyFans, wo sie... Oh mein Gott, ich weiß nicht, was da geschehen ist, aber es gefällt ihm anscheinend. Sie hat quasi auch ein riesiges OnlyFans, wo sie quasi... sie hat eine der größten OnlyFans ever. Okay, also ihr OnlyFans ist so... Sie ist eine der Personen, die Millionen damit macht, denn andere Leute, wenn du dich auf OnlyFans anmeldest, nicht jeder macht Millionen, manche verdienen gar nichts, okay? Aber sie, bei ihr abonniert jeder, okay? Sie ist eine Twitch-Streamerin und sie hat auch Sachen schon gezeigt, denke ich mal, weil, ne? Nur anscheinend hat sie damals etwas verkauft, wo sie ihre Fürze verkauft hat. Du denkst jetzt, okay, das ist schwachsinnig, aber nein. Das kaufen Leute, okay? Ist einfach so, okay? So, das war ziemlich erfolgreich anscheinend, hat sie gut Geld gemacht. Jetzt allerdings verkauft sie etwas, was einige deutsche Leute vielleicht kaufen werden sogar. Aber glaub mir, auch wenn es dumm klingt, aber das werden Leute kaufen. Und zwar verkauft sie Bier. und zwar, Anorev is collabing with a beer company to brew a new flavor using vaginal yeast. Ich glaube, Yeast heißt sowas wie Hefe, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Aber Vaginal Yeast, ich glaube, das ist, sie benutzt etwas aus ihrer eigenen Vagina, um daraus Bier zu erstellen. Und hier gibt es noch mehr. Ich meine, Leute finden es ziemlich eklig, aber du denkst jetzt wahrscheinlich, okay, das wird kein Erfolg haben. Ich meine, sie verkauft, das ist widerlich. Wer wird das trinken, okay? Und ich sag's euch, wenn es um Perversion geht, dann würden Leute alles machen, okay? Ich meine, jeder kennt es. Man ist irgendwie in einem Zustand von der Horniness. Und dann macht man Sachen, die man normalerweise nicht tun würde. Und im Nachhinein denkt man sich so, was habe ich getan? Oh mein Gott, wie konnte ich nur, okay? Das war ja nicht ich. Das war irgendjemand anders in mir, okay? Und dasselbe ist es bei dem Bier. Die Leute sind so horny auf Anorev, oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, dass sie quasi das kaufen werden, okay? Es ist widerlich, natürlich ist es widerlich. Ich meine, es ist Bier mit ihrem vaginalen irgendwas. Das trinkst du, okay? Zum einen, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Bier so gesund ist. Nun, an sich ist Bier gar nicht so ungesund. An sich ist Bier
einer der Getränke, ich meine, Bier ohne Alkohol ist nicht das Schlechteste, was du trinken kannst, tatsächlich, okay? Es ist nicht komplett ungesund. Es ist nicht gesund, aber es ist jetzt nicht sowas wie Wodka oder so, okay? Vor allem Bier ohne Alkohol, was auch ziemlich gut schmeckt, tatsächlich. Also, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Aber Alkohol an sich ist nie wirklich gesund. Es ist Alkohol an sich einer der dümmsten Drogen, so, die es gibt, finde ich, weil es ist, für mich macht es mehr Sinn, Weed zu legalisieren als Alkohol. Nur Alkohol macht denen so viel Geld, dass die es aber legal gesetzt haben und jeder denkt, das ist normal. Alkohol ist keine leichte Droge. Alkohol macht krasse Sachen mit dir, okay? Alkohol vergiftet dich wortwörtlich und dann am nächsten Tag musst du davon wieder heilen. Das heißt, du vergiftest dich wortwörtlich, du machst dich dümmer. Du senkst deine Intelligenz einfach nur, um ein bisschen Frieden zu haben, okay? In meiner Familie trinkt jeder Alkohol. Ich bin immer der Einzige, der keinen Alkohol trinkt, okay? Der absolut Einzige. Aber das noch kombiniert mit vaginalen Geschmack einer Streamerin ist ziemlich crazy und ich weiß nicht, was die Leute da sich davon erhoffen. Ich meine, man muss dazu sagen, Sexualität verkauft sich einfach super, okay? Viele Pornstars sind absolut reich, weil die Leute zahlen. Die Leute machen Sachen, wenn es um Sexualität geht, die sind crazy. So, die Leute kaufen bestimmte Videos, alles mögliche, okay, Bilder und solche Sachen halt. Wenn eine Person horny ist, wird die alles in dem Moment tun, okay? Im Nachhinein natürlich nicht. Oder im Nachhinein im... So, wenn eine Person horny ist, macht sie wortwörtlich jeden Scheiß. Und Anuraf ist quasi so eine Person, auf die... die ist halt super groß auf Twitch. Und die ist auch schon super lange dabei und alles mögliche. Und jeder steht auf sie. Und deswegen werden das Leute kaufen. Also ja, dieses Bier, kann ich schon mal sagen, wird auf jeden Fall Erfolg haben, okay? Ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren soll. So, was genau ist ihre... Wie genau funktioniert das? Schickt sie da irgendwas hin zu dieser... Ich meine, das ist eine Firma, die das macht. Schickt sie da ihren unteren Geschmack dahin? Oder wie soll ich mir das vorstellen, okay? Ich wusste nicht mal, dass sowas existiert. Es existiert bestimmt nicht mal. Es ist wahrscheinlich jetzt, als es rauskommt. Sie hat sich das wahrscheinlich ausgedacht, okay? Und ich denke, das wird ein absoluter Erfolg. Ich denke jetzt nicht, dass es unbedingt bei Walmart landen wird. Aber es wird definitiv genug Perverse geben, die das kaufen werden. Vor allem eine Sache soll ich noch erwähnen. Wenn es um Sachen geht, die wie Streamer oder sowas machen, die du konsumierst, das ist immer eine schlechte Idee. Immer. Wortwörtlich immer. Es gibt diese eine Lady, darüber habe ich kein Video gemacht. Die hat eine pinkene Soße. Vielleicht wissen es einige, was ich meine. Die pinkene Soße hat sie quasi dafür Werbung gemacht auf TikTok. Und die ist sogar bei Walmart gelandet. Walmart ist quasi sowas wie Rewe oder Aldi hier, okay? Ist gigantisch Walmart. Da gibt's alles gefühlt, okay? Und da kam diese Soße hin. Und die sah so widerlich aus. Es war wirklich super eklig. Wenn es um Sachen geht, die du konsumierst, egal was es ist, du kaufst es nie von Streamern. Ich meine, wahrscheinlich werden es sowieso ein paar tun, okay? Ich sag nur, das ist eigentlich eine normale Regel, die aber nicht jeder befolgt. Das ist einfach ungesund. Das ist scheiße für dich, okay? Es ist einfach scheiße für dich. Und ich habe ein paar Streamer gesehen, die solche Getränke und sowas veröffentlichen. Aber man sollte sich wirklich überlegen, ob man es trinken will, weil es ist halt... vielleicht schmeckt's gut, wer weiß. Vielleicht schmeckt's gut, vielleicht will man die Person supporten, okay? Aber konsumieren würde ich sowas definitiv nicht. Im Endeffekt, ich bin ganz ehrlich, jetzt denke ich mir so, okay, eigentlich wäre es witzig, wenn ich ein Video dazu mache und es kaufe. Aber das mache ich nicht, logischerweise. Okay, nicht mal für ein Video würde ich das tun. Ich werde das nicht konsumieren, aber es ist bestimmt witzig, okay? Es ist bestimmt witzig, sowas zu testen, sagen wir es mal so. Aber ja, es ist natürlich absoluter Müll. Ich hoffe, ihr kauft es nicht. Aber ich denke, das wird einfach ein absoluter Erfolg. Naja, darüber würde ich nochmal reden, dass es ziemlich crazy ist. Also lasst oben da abonnieren, kommentiert für den Algorithmus und bis zum nächsten Video. Bye.